Wort hat der Kollege Omid Nuripur für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Am 25. Mai rechtfertigte der Bundesaußenminister das Liefern von Patrouillenbooten nach Saudi-Arabien damit, dass er sagte, er habe Verständnis für die legitimen Sicherheitsinteressen Saudi-Arabiens. Jedes Land der Welt hat legitime Sicherheitsinteressen. Die Frage ist nur, reichen Sie aus dafür, dass wir Ihnen Waffen liefern? Haben Sie irgendwas mit der Welt, mit dem Weltfrieden und mit dem Völkerrecht zu tun? Schauen wir doch mal an, was Saudi-Arabien macht, und zwar jetzt im 17. Monat. Sie bomben Jemen zurzeit in die Steinzeit zurück. 6.500 zivile Tote durch die Bombardements. Die größte humanitäre Katastrophe der Zeit. 13 Millionen Menschen brauchen zurzeit in Jemen täglich humanitäre Hilfe. Doppelt so viel wie in Syrien. 2,8 Millionen Binnenvertriebene. Eine komplett zerstörte zivile Infrastruktur. Weltkulturerbe wird gebombt. Krankenhäuser werden gebombt. Flüchtlingslager werden gebombt. Das sind auch die Sicherheitsinteressen, die Saudi-Arabien formuliert. Und Herr Kollege Pfeiffer, wenn Sie sich jetzt hier hinstellen und sagen, Sie sind froh darüber, dass Sie das tun, dann ist das nicht nur jenseits meiner Magenstärke, das ist einfach menschenverachtender Zynismus. Die Saudis sind nicht alleine schuld an diesem Krieg. Selbstverständlich gibt es auch einen großen Beitrag der Houthi. Das ist überhaupt keine Frage. Im Übrigen, die Eskalation, so undifferenziert wie der Pfeife kann hier niemand reden. Das ist schon okay. Natürlich haben die Houthis angefangen. Die Eskalation der Gefahr, der Situation ist entstanden durch die Bombardements und durch die Seeblockade, die im Übrigen durch diese Patrouillenboote auch natürlich verstärkt werden soll. Die Seeblockade hat dazu geführt, dass keine Waffen mehr, keine Pharmaka ins Land kommen. Das gesamte öffentliche Leben im gesamten Land ist komplett stillgelegt. Und deshalb muss man sich mal angucken, wer ist denn eigentlich Profiteur dieser sogenannten Sicherheitsinteressen. Das ist die Al-Qaida. Die Waffen, über die Sie sich vorhin gefreut haben, die packen die in Holzkisten, werfen sie über Al-Qaida-Gebiet ab, weil sie wissen, dass die Al-Qaida gegen Houthis kämpft. Hat das auch was zu tun mit den legitimen Sicherheitsinteressen der Menschen in Deutschland, dass die Al-Qaida durch diesen irrsinnigen Krieg der Saudis gestärkt wird? Ich glaube nicht, aber dazu hätten Sie ja vielleicht auch mal was sagen können. Die Al-Qaida kontrolliert mittlerweile Häfen mit Zugang zum offenen Meer. Die profitieren an der Schmuggelwirtschaft und die rekrutieren die Leute, die nicht mehr wissen, was mit ihnen passieren soll, weil sie nun mal im 17. Monat gebombt werden. Aber hey, freuen Sie sich weiter, kann man nur sagen. Ich glaube nicht, dass die Menschen an den Bildschirmen irgendein Verständnis haben für diese wirklich abartige Positionierung, die ich hier gerade gehört habe. Und es ist ja nicht nur Jemen. Die Saudis unterminieren gerade massivst die Vereinten Nationen. Beispiel: Der Menschenrechtsrat hat sich nicht befassen können mit diesem Thema, weil die Saudis konterkariert haben, dass es eine unabhängige Untersuchung gibt. Beispiel: Die sogenannte Liste der Schande. Es gab eine Liste, in der klar dargestellt wurde, wie Kinder in Jemen gerade leiden unter dem Bombardement. Die Saudis haben gesagt, dann geben wir kein Geld mehr an die Vereinten Nationen. Das ist die wahre Schande, über die wir reden müssten, und nicht die Frage der sogenannten legitimen Sicherheitsinteressen des Landes. Was ist denn mit den Sicherheitsinteressen der zivilen Opfer? Was ist denn mit den Sicherheitsinteressen der Vereinten Nationen? Was ist denn mit den Sicherheitsinteressen eben der Bundesrepublik Deutschland in einer Situation, in der nur die Al-Qaida in diesem wahnsinnigen Krieg gewinnt? Und die einzige Ausrede ist, die wir bisher hören, ist, naja, die Genehmigungen sind alt. Ich kann nur zitieren aus den Rüstungsrechtsbordrichtlinien: Die Lieferung von Kriegswaffen und kriegswaffennahen sonstigen Rüstungsgütern wird nicht genehmigt in Länder, die in bewaffnete Auseinandersetzungen verwickelt sind oder wo eine solche droht. Zitat Ende. Spätestens seit Beginn des Jemenkrieges ist es klar, auch alte Genehmigungen können und müssen widerrufen werden.